Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir gerne ein paar Neuzugänge bei mir austesten aus dem High-End-Bereich. Ist wieder so sehr teuer hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier einige stehen von Benefit, von Nabla, von Charlotte Tilbury, von Be Perfect, von MAC. Wow, echt ganz schön krass. Und ich schminke mich jetzt heute im Prinzip dafür, dass ich zum 60. Geburtstag meines Vaters gehe. Da feiern wir eigentlich in gemütlicher kleiner Runde bei ihm zu Hause. Mein Freund muss leider zu Hause bleiben, weil er immer noch einen Hexenschuss hat. Ich verwende erstmal als Primer The Professional. Die gibt es jetzt hier in der Light-Version. Ich bin ja ein Bene-Babe. Das heißt, ich bekomme von Benefit ab und an mal Neuheiten zugeschickt, die ich dann mit euch zusammen austesten kann und die ich euch dann auch vorstellen kann. Ich bin kein Ultra-Fan von dem Benefit Professional. Der kommt jetzt hier nämlich auch sehr fast schon silikonig raus. Also ich bin sehr gespannt, wie das so funktioniert. Habe jetzt eine richtig krasse Tagespflege drauf in Kombination mit meinem Lichtschutzfaktor. Dementsprechend habe ich eigentlich gut Pflege drauf. Jetzt ist hier gerade irgendeine Wurstgeschichte runtergefallen. Sammy, nicht immer überall rumschnüffeln. Aber der ist schon anders als der normale Professional, das stimmt. Also der ist jetzt nicht irgendwie so super silikonig, matt, wie auch immer. Also das ist eher so ein kühlendes Gel, wenn man das auf die Haut gibt, weil das so schmilzt. Eigentlich ganz cool. Ja, kann man sich aufs ganze Gesicht auftragen. Krümelt jetzt auch nichts. Alles tutti-ka-frutti, würde ich jetzt so als coolen Primer bezeichnen, ne? Schön. Kannst du sogar über Make-up verwenden, wenn du ein Touch-up machst. Das finde ich auch mal interessant. Ich muss mal schauen, wie der sich einfach auch mit Foundations verbindet und verhält, ne? Das kann ich jetzt so natürlich nicht sagen. Alle Produkte in der Infobox verlinkt, ne? Dann war ich auf dem Dalton Event. Irgendwas macht Sammy da hinten. Und da standen einige Produkte von Nerum. Und da habe ich natürlich jetzt auch das ein oder andere, was ich euch vorstellen möchte. Das ist mit Vitamin E einfach eine Foundation, die sehr flüssig sein soll. Die Absolute Foundation. Und die habe ich in der Farbe Nude NG0. Ich hoffe, dass sie mir nicht zu gelb sein wird. Ja, die ist recht dunkel. Das kann man nicht anders sagen, ne? Also da muss ich halt schauen, dass ich da auch ordentlich gebräunt für bin. Ansonsten könnte das kritisch werden. Und die trage ich jetzt einfach mal auf mein Gesicht. Die Pinsel, die ich verwende, sind übrigens von Leni Brush. Die bekommt ihr bei Cosmetic for Less und da habe ich auch den Code Claudi15. Da könnt ihr bei Cosmetic for Less auf der kompletten Homepage 15% sparen. Finde ich eigentlich immer echt cool, weil das halt ein Code ist, der immer aktiv ist, ne? Die Foundation wird super sein für ölige Haut oder für Mischhaut. Für mich ist sie leider nicht reichhaltig genug, ne? Und ja, wie man offensichtlich sehen kann, ist sie halt auch ein Stückchen zu dunkel für mich. Und ich habe mich angesaut. Nein! Heißt, ich kann meinen Top nicht mehr heute Abend tragen. Schade, Schokolade. Ja, ist übrigens ein Top, was ich vor 10 Jahren bei H&M gekauft habe. Also ich werde jedes Mal, wenn ich das anhabe, danach gefragt, wo ich das her habe. Ja, Zeitmaschine bauen, ne? Dann könnte man das noch kriegen. Schade eigentlich, ne? Weil die Deckkraft gefällt mir. Das ist eine schöne, angenehme Deckkraft. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerade für den Sommer finde ich das persönlich gerade echt optimal. Ich muss die ganzen aufgekratzten Mückenstiche mal abdecken. Der Concealer ist relativ neu. Das ist jetzt hier von Nabla, der Regeneration in der Farbe Light Ivory. Den habe ich letztens von Purish zugeschickt bekommen. Ihr bekommt auch aktuell auf sehr viele Nabla-Produkte, außer auf die beiden Neuheiten. Mit dem Code Claudiswelt 15, 15% Rabatt, ist ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, darin verdiene ich auch eine kleine Provision. Ich verwende den jetzt auch direkt mal als Lidschattenbase, weil ich habe keine neue Lidschattenbase, die ich jetzt austesten möchte. Gerade die zwei hier sehen aus wie so ein Vampirbiss. Oh mein Gott. So, mein Gesicht fühlt sich recht trocken an. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt auch den ein oder anderen das ein oder andere weitere Cremeprodukt hier stehen habe, was ich mit euch zusammen verwenden möchte. Da beginne ich doch erstmal mit Charlotte Tilbury. Da habe ich den Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer in der Farbe 1 Fair Pale. Also das verwende ich jetzt auch gerade so als Spiegel, ne? Und das ist ein Cream Bronzer, der jetzt in der Kamera recht dunkel aussieht. Aber in der Realität ist der eigentlich ganz schön. Der könnte vielleicht ein bisschen warm sein, aber das müssen wir mal ausprobieren. Das ist ein riesen Oschi, also da lohnt sich das auf jeden Fall. 21 Gramm, ne? Das ist richtig krass. Aber du kommst halt wirklich mit deinem Pinsel gut rein. Das ist halt so rühre, rühre, ne?
Und dann kann man sich das, oh, upsala, rühre, ein bisschen zu krass, Claudinchen, auftragen. Ich mag Creme-Bronzer definitiv lieber als Flüssig-Bronzer, weil ich da einfach besser mit arbeiten kann. Lässt sich aber ganz gut ausblenden, weil das eine sehr cremige Geschichte ist, ne? Und der Ton passt bei mir auch ganz gut. Mag ich. Ein schöner Bronzer. Muss man noch ein bisschen lernen, mit umzugehen und das zu dosieren, ne? Also Mann, ich in dem Fall. Aber ich mag den gerne leiden, doch. Ist eine schöne Geschichte. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde den auch jetzt nicht irgendwie zu warm. Hatte ich ja erst ein bisschen Angst vor. Hier mit dem Schwämmchen korrigiere ich natürlich so ein bisschen die Jawline. Und sieh zu, dass das nicht ganz so runtergerutscht aussieht. Aber ich mag den wohl. Ja, ne? Cool. Also hier ein bisschen fleckig, aber das liegt eher an der... An dem Anwender hier, genau. Aber ansonsten schön. Auch von Charlotte Tilbury, auch relativ neu. Das sieht aber ehrlich gesagt ziemlich Billo-mäßig aus. Easy Lip and Cheek Wand. Und das ist in der Farbe Date Night. Guck mal, das ist doch mal kein schönes Verpackungsgedönsen. Oder kann man sich dazu noch ein schönes Verpackungsdesign kaufen? Und das ist nur der Behelfsdeckel? Weiß ich gerade aus dem Stegreif nicht. Weil das finde ich jetzt echt nicht schön, ne? Und das war ja auch nicht günstig. Trage ich nicht direkt auf. Dann mache ich den Pinsel erst ein bisschen sauber. Und ja, mal dann quasi den Pinsel mit dem Stift damit an. Und stempel mir das dann auch einfach auf. Oh ja, das ist auch eine schöne Farbe, die gut mit dem Bronzer jetzt auch zusammenpasst. Erinnert mich auch sehr an den Nabla. Ne? Das kennt ihr ja auch von mir. Das bekommt ihr ja auch bei Purish mit 15% Rabatt, Claudies Welt 15, ne? Oh, das sieht jetzt im Display gerade so hart krass aus. In der Realität ist das gerade nicht so krass geworden. Wow. Kann man jetzt natürlich mit dem Bronzer und vielleicht auch, wenn man möchte, mit ein bisschen Concealer oder so korrigieren, dass es nicht ganz so heftig aussieht. Aber es ist wirklich, in der Realität sieht das nicht so heftig aus. Normalerweise schlucken die Lichter hier nämlich immer super viel Farbe. Und ich habe jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr drauf gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber ich gucke gerade ins Display und denke mir, ups. Ja, ich muss mich ja auch noch hier an diesen Raum, an diese Licht- und Schattengeschichte gewöhnen, weil das doch etwas anders ist als unten in meinem YouTube-Zimmer. Und da habe ich mir jetzt auch schon für hier oben auch Hintergrundleuchten und so bestellt, sodass alles ein bisschen heller wird, weil noch sieht das ja ganz grau und weiß ich nicht, im Hintergrund aus, ne? Aber ey, ohne Witz jetzt. Jetzt mal ohne Witz. Auch wenn das jetzt ein bisschen viel aussieht, ne? Es sieht gut aus und das passt jetzt tatsächlich auch mit der Foundation, weil ich glaube, wenn die Foundation jetzt noch cremiger gewesen wäre, hätte das schon wieder schwierig werden können. Also ich finde, das sieht gut aus. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber Creme oder lieber Puderprodukte mögt. Wir werden nicht bei mir, wenn wir gleich nicht auch noch zusätzlich Puderprodukte wahrscheinlich on top geben werden. Aber erstmal möchte ich das Ganze setten. Dafür verwende ich hier das Puder von COSAS. Das habe ich schon länger da, aber das habe ich irgendwie nicht so wirklich verwendet. Airy Cloud Set, ja, ist dieses hier halt einfach, ne? Genau, das sieht so aus. Und damit kann ich jetzt einfach mein Gesicht setten. Dann nehme ich jetzt hier einfach so ein recht fluffiges Gedönsen. Und das Puder ist sehr weich gepresst. Deswegen muss man da auch jetzt nicht so wühlen oder so. Das ist ein gebackenes Puder. Und ich glaube, Jenny's Highlights hatte das damals mal irgendwann empfohlen. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Irgendwer hatte das empfohlen. Und ich fand das auch super interessant, weil das immer wieder dann in den Favoriten aufgetaucht war. Hab mir das nachgekauft, fand das super, als ich das erste Mal angewendet habe. Und dann lag es irgendwie ein Jahr im Schrank. Ja, jetzt ist es wieder da. Es ist ja auch nicht nur ein Get Ready With Me hier heute, sondern auch ein Testvideo. Deswegen werde ich auf jeden Fall gleich noch Blush und Bronzer in Puderform verwenden, dass wir das einfach mal ausprobiert haben. Aber wenn ich mir das nämlich halt so angucke, während ich das hier so leicht sette mit dem Puder, ne, man könnte das einfach schon so lassen. Und es sieht einfach gut aus. Ich bin gerade einfach schockiert, muss ich wirklich sagen, weil ich, als ich die Foundation eben aufgetragen habe, nicht damit gerechnet habe, dass das so wird. Voll cool. Doch, das Puder gefällt mir wirklich gut und das kann ich euch auch wirklich empfehlen. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wo ich es her habe. Habe ich euch dann in der Infobox verlinkt. Das macht ein schönes gesettetes Finish, aber sieht jetzt nicht super pudrig aus, ne? Ihr seht das halt und es gefällt mir. Ich habe mir jetzt ein Produkt gekauft, was ich schon in einer anderen Farbe da habe. Aber ja, also ich habe den Hatice Schmidt Bronzer mir wieder gekauft. Und zwar habe ich ja den in Fair schon da und ich finde den großartig. Habe den im Winter auch wirklich geliebt zu verwenden.
Habe jetzt aber gemerkt, dass man den ungefähr gar nicht mehr sieht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, holst du dir nochmal den in der Farbe Light. Den habe ich jetzt hier. Und jo, das ist einfach der Bronzer, den kennen wir auch mittlerweile, ne? Der hat einen Glow mit drin und der ist jetzt halt ein bisschen dunkler als der in der Fair-Variante. Und ich sehe den auch super häufig auf YouTube bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass der auch immer noch verwendet wird. Also das ist halt ein Produkt, was auch immer noch echt gerne gemocht wird. Das ist nicht so ein Hype-Produkt. War mal da, ist jetzt wieder da. War mal da und ist dann halt auch irgendwann in der Schublade einfach nur verschwunden. Sondern es ist ein wirklich gutes, durchdachtes Produkt. Und das merkt man halt auch einfach daran, dass Hatice Schmidt Labs in der letzten Zeit, in den letzten Monaten irgendwie auch gar nichts mehr wirklich rausgebracht hat. Ich glaube, dass Hatice und ihr Mann da auch sehr kritisch sind und da nicht einfach irgendwas rausbringen wollen, weil ich hätte jetzt safe damit gerechnet, dass die irgendwie ein, zwei Monate später dann auch einen Blush oder so irgendwie launchen würden, ne? Aber das ist ja nie gekommen. Ich hoffe, dass es irgendwie jetzt im Laufe dieses Jahres oder ja, vielleicht Anfang nächsten Jahres was wird, weil die einfach echt tolle, qualitativ hochwertige, schöne Produkte zu einem meiner Meinung nach wirklich fairen Preis auch auf den Markt gebracht haben dort. Und die sind einfach genial. Die brauchen sich nicht extrem schnell auf. Also du brauchst ewig und drei Tage, um halt die Produkte aufzubrauchen. Über den Highlighter brauchen wir gar nicht reden. Also da kommst du dein ganzes Leben mit aus. Aber auch der Bronzer, ne? Das ist halt ein recht festgebackenes Produkt. Aber der sieht einfach schön aus. Ich habe den jetzt ja auch aufgetragen und es ist halt recht leicht, ne? Der lässt sich schön verblenden. Er ist halt da, aber irgendwie halt auch nur recht subtil und ich finde den einfach wunderschön. Cooles Produkt, anwenderfreundlich und deswegen habe ich mir den auch gerne nochmal in einer neuen Farbe gekauft. Ja, auch ein neuer Blush ist bei mir hier eingetroffen und zwar von Benefit. Die haben ja komplett eine neue Blush-Reihe rausgebracht. Bei Maxim habe ich gesehen, dass er halt so ein riesengroßes PR-Paket mit ganz, ganz vielen Farben bekommen hat. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, den Shelly, den gucke ich mir mal an. Ein paar Tage später habe ich dann auch ein PR-Paket bekommen, wo dann halt dieses Produkt drin war. Dann nochmal ein Nachfüllvieh von meinem 24-Hours Brow Setter und so. Und ein Hoola-Bronzer war auch mit drin. Den Hoola-Bronzer habe ich jetzt schon mehrfach da. Das heißt, der wird dann demnächst mal verlost werden. Übrigens könnte ich auch in diesem Video eine Verlosung machen, ne? Mache ich auch. Ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket verlose ich einfach. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei, weil ja, ich habe einiges zugeschickt bekommen. Klar, Charlotte Tilbury und Co. habe ich mir natürlich selber gekauft, ne? Aber ich möchte ja immer gerne was zurückgeben. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir da schon gedacht, als Maxim das ausgepackt hat, oh, den Ton Shelly, den willst du dir angucken. Zack, habe ich den selber bekommen, ohne dass ich irgendwie auch nur einen Ton gesagt habe. Die gibt es auch in der Mini-Variante, das finde ich cool, 2,5 Gramm. Bei Douglas müsstet ihr die zum Beispiel auch bekommen. Und das ist ein Ton, der einfach direkt sagt, ja, Hallöchen, Popöchen, ich möchte für Claudinchen sein. Und normalerweise, finde ich persönlich, ne, von der Erfahrung her, sind die Benefit Blushes immer recht subtil. Aber ich glaube, der ist jetzt gar nicht so subtil. Ich verwende jetzt auch von Dini Brush ein Brush, nein, ein Blush Brush und trage mir den hier auf. Ja, der ist wirklich, guck mal, der kommt direkt, Kapitjes, ne? Aber direkt, aber schön. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Ich finde es cool, dass sie neue Produkte ins Sortiment aufgenommen haben und direkt dann auch so eine große Range an verschiedenen Farben, ne? Sodass gefühlt für jede oder jeden was dabei ist. Oh, das sieht hübsch aus. Das mag ich gerne leiden. Bei meiner Haut sehr schön einführt. Rein in die Haut. Nom. Hui, hui, hui. Ich habe Sonne gesehen wahrscheinlich, ne? Und bin ein bisschen errötet. Nein, ich mag das gerne. Doch, krümmelt ein bisschen, ne? Weil wirklich gut pigmentiert. Aber finde ich nicht schlimm. Herzlich willkommen in meiner Sammlung. Ich freue mich einen Keks. Und Benefit Teint-Produkte mag ich auch sehr gerne. Habe ich mir auch super viele Paletten damals ja gekauft. Diese, ja, Turn-Paletten halt, ne? Wo Blush, Bronzer, Highlighter, also ein Turn drin ist. Und jetzt habe ich hier was von Charlotte Tilbury mir neu gekauft. Das musste auch wegen der Verpackung mit und weil ich das so hübsch fand und weil es aussieht wie ein Kissen. Pillow Talk Multi Glow Beautiful or Over Glow Highlighter in der Farbe Romance Light. Also guck mal, allein dieses Rosen, nein, das ist nicht Rosenquarz, dieses Shimmery Pimmery 5 Milliarden geile, irgendwelche Folien sind das ja im Prinzip, aber trotzdem sieht aus wie Edelsteine da drin. Für den Preis müssten da auch Edelsteine drin sein.
Und hier haben wir dann den Highlighter, der in verschiedenen Farben daherkommt. Also da kann man sich im Prinzip entscheiden, welche Farbe man möchte. Ich würde jetzt einfach mal durch alle durchgehen und dann hat man so ein Oh mein Gott. Ne? So ein Oh mein Gott auf dem Finger, genau. Ich hoffe, dass der auch schön ist auf dem Gesicht und nicht allzu glitzernd. Das müssen wir mal gleich schauen. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich mag das sehr gerne. Dieser Farbton hier, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Glitzer mit drin als diese beiden. Ne? Also wenn man wirklich nicht so auf komplett Glitzer im Gesicht steht, dann hält man sich auf dieser Hälfte auf. Wobei das auch irgendwie schade drum wäre, weil du hast ja den ganzen Highlighter gekauft, ne? Und nicht nur irgendwie einen Teil davon. Drauf damit, ne? Oh, ja, der glitzert. Das ist definitiv. Der hat auch ein bisschen was Lilanes mit drin. Also da muss man halt auch Bock drauf haben, ne? Weil hier ist ja auch lila im Pfännchen mit drin. Aber das ist halt das Ding bei High-End. Man braucht nicht so teure Kosmetik, ist klar. Aber man liebt es doch trotzdem. Also ich bin immer froh, wenn ich ein Ersatzprodukt, sage ich mal, in der Drogerie finde. Aber weil man dann halt Geld sparen kann. Andererseits ist es so, wenn ich dann halt hier so die High-End-Produkte verwende und auftrage, dass mir jedes Mal so das Herz aufgeht, weil ich es einfach geil finde. Ich glaube, das geht euch doch bestimmt auch so, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Feiere das halt einfach. Ne? Natürlich gibt es nämlich halt von Catrice welche, die mindestens genauso gut sind. Ist klar, ne? Es ist wirklich uns allen vollkommen klar. Aber man weiß halt, was man im Gesicht hat. Und ich persönlich präferiere ja, das habe ich euch ja auch gesagt, als ich das Ungeschönt-Video gedreht habe mit Sarah Isabel, ne? Wo ich ja dieses im Mai halt eine Hälfte so, eine Hälfte so gemacht habe, dass man so eine schöne Kombi aus High-End und Drogerie im Prinzip auf dem Gesicht vereinen könnte und ja, dadurch einfach was Schönes schaffen kann. Ne? Und das finde ich immer ganz cool. Ja. Also jetzt für diese Highlights in diesem Bereich habe ich mich hauptsächlich auf diesen Ton hier, ne, beschränkt, der hier an der Seite ist, neben dem hellsten Ton, weil der super wenig auch so Glitzer hat. Und das finde ich einfach hier für diesen Part ganz schön. Ich habe ein neues Produkt von Purish für die Augenbrauen zugeschickt bekommen. Vorher mache ich mir aber so ein bisschen, dass ich mir die Augenbrauen auffülle, weil das neue Produkt ist ein Nabla-Produkt, womit man quasi Härchen nachzeichnen kann. Und ich habe ja super wenig Augenbrauen, also muss ich erstmal Augenbrauen basteln. Dann nehme ich hier den Brow Divine von Nabla, da bekommt ihr ja auch 15% mit Claudie 12.15, habe ich in der Farbe Venus. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen Augenbrauenform reingebracht, ne? Und wenn man aber von Namen guckt, dann sieht man natürlich halt, dass es keine echten Augenbrauen sind, sondern dass es halt aufgemalt ist. Da möchte Nabla gerne mit diesem neuen Brow Ambition Micro Stroking Brow Pen entgegenwirken, dass das Ganze halt ein bisschen dreidimensionaler, ein bisschen natürlicher wirkt. Und ich habe die Farbe Ash Blonde, das ist dieses Produkt hier. Ich werde den nachher nochmal als zweckentfremdetes Produkt vielleicht noch verwenden, nämlich als Eyeliner. Müssen wir mal gucken. Und zwar hat der vorne so eine ganz kleine, feine, super präzise Pinselspitze. Und das ist halt wirklich eine Pinselspitze. Und sowas feiere ich, ne? Also als Eyeliner liebe ich sowas. Und als Pinselspitze für Augenbrauen müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass das jetzt farblich auch harmoniert. Hier ist eine Kugel drin, ne? Deswegen schüttel ich so ein bisschen. Und ich finde immer bei mir, dass mir gerade hier vorne und hier hinten Augenbrauenhärchen einfach fehlen, weil das einfach, ne, viel gezeichnet ist. Und deswegen, ja, zeichne ich einfach mal mit diesem Stift das so ein bisschen ein. Und gucken wir mal. Huch, sehr dunkel, ne? Oha. Okay, doch. Wenn ich das, also man sieht es vielleicht minimal in der Kamera oder auch im realen Leben. Für mich persönlich ist es aber so, dass wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, dass es irgendwie besser aussieht. Denn gerade hier vorne, wie gesagt, habe ich ja gerne mal so eine Lücke, weil meine Augenbrauen, die sind halt super weit auseinander. Das ist einfach anatomisch bei mir schon so, ne? Und jetzt könnte ich theoretisch bis hier vorne, sollte man ja theoretisch, ne? Sollte ich ja bis hier vorne Augenbrauen malen, wird aber super merkwürdig aussehen, weil es keiner so bislang bei mir gesehen hat, ne? Aber wenn ich das jetzt hier auffülle, in dem Bereich, wo ja normalerweise nur der Augenbrauenstift ist, der sich dann über die Zeit abtragen würde, ist es, glaube ich, echt eine coole Geschichte. Also, ich habe jetzt hier auf dieser Seite so ein paar Härchen mir nachgezeichnet, ne, dass ich diesen Stift hier auch verwendet habe. Und ich finde, man sieht es. Also, man sieht den Unterschied zu dieser Seite. Weil hier habe ich
Man hört den Stau, wie der unten durch die Gegend fährt. Auf dieser Seite habe ich deutlich mehr Lücken, weil ich ja natürlich nur mit dem Augenbrauenstift so ein bisschen aufgefüllt habe, aber halt keine Haare habe. Und da bräuchte ich halt wirklich so einen Stift, um das einfach nachzuzeichnen und Haare zu imitieren. Ich finde, dass diese Seite deutlich natürlicher und harmonischer aussieht, ne? Also kein Riesenunterschied. Ich habe jetzt nicht, dass das Rad neu erfunden wurde oder so, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich damit wohlfühle. Und ich dachte erst, der ist nichts für mich, weil ich eigentlich denke so, ja, so einzelne Härchen nachzeichnen, Leute, ich bin da echt nicht so der Pro drin und ich mag das auch nicht so gerne. Aber so gefällt mir das. Vor allem, wenn ich das jetzt so in Relation sehe, ist da schon ein Unterschied. Ich zeige euch das mal von nahem. Also ich finde nämlich, dass man da schon einen Unterschied sehen kann. Wenn man so ein Augenbrauen-Freak ist, wird man das natürlich richtig gerne so mögen und richtig auch gerne so verwenden. Man muss halt einfach nur wissen, ob man diesen Extra-Schritt haben möchte und verwenden möchte, ne? Aber ich persönlich finde, dass dieses Augenbrauenprodukt sich für mich lohnt. Also Übungssache, ne? Aber mir gefällt das wirklich gut. Ja, kann ich empfehlen. Und ja, schönes Produkt. Schaut euch das gerne mal an, falls ihr da Bock drauf habt. Und wie eben schon erwähnt, jetzt habe ich hier von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Ist für mich eins der Produkte, die so ein richtiges Staple sind. Also die sind halt wirklich No-Brainer für mich. Die verwende ich einfach irre gerne. Tackert mir die Augenbrauen fest, funktioniert einfach immer gut bei mir und ja, funktioniert einfach und macht genau das, was ich von einem solchen Produkt halt erwarte und deswegen mag ich den sehr, sehr gerne, denn es gibt echt wenig Produkte auf dem Markt, die damit auch nur ansatzweise vergleichbar wären. Das nächste Produkt, was ich jetzt mit euch zusammen verwenden werde, ist ein Produkt, was ihr bei Cosmetic for Less bekommt. Und zwar ist es von Be Perfect die Rain Palette in Kooperation mit Make-up by Alina. Und auch hier haben wir wieder dieses glitzige Dönsen drin, was ich wunderschön finde. Aber noch geiler ist es von innen. Ihr wisst, ich stehe auf bunt. Du kannst aber auch mit der Palette zurückhaltendere Looks schminken, wenn du möchtest, aber eigentlich schreit die nach bunt. Und Cosmetic for Less ist ja auch ein wundervoller Kooperationspartner von mir. Ich glaube, in Hamburg haben die einen Store, da muss ich unbedingt mal vorbeischauen. Und ja, mit Claudi15 bekommt ihr dort 15% Rabatt auf die Produkte. Das ist kein Affiliate-Rabattcode, aber wenn ihr auf die Links in meiner Infobox klickt und darüber etwas bestellt, dann kriege ich eine kleine Provision. Also schaut da gerne einfach mal vorbei, wenn ihr möchtet. Ich starte jetzt mit meinem Augenlook. Dazu verwende ich als erstes den ganz wunderschönen Gelbton Parade und den Ton setze ich mir zuallererst auf mein bewegliches Lid und blende ihn auch ein bisschen nach oben und Leute, der ist echt gut pigmentiert, krass, 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 krass. Ist nicht scheinend gelb, das ist eher so ein gelb-orange, würde ich sagen, also eher ein helles Orange als ein Gelb. Als nächstes nehme ich mir den Ton Jasmine, das ist so ein schönes Türkis, helltürkis, auch noch ein matter Ton und den nehme ich mit einem kleinen Blendepinsel auf und gebe mir den erstmal hier außen hin. Oh ja, krass, also der ist halt auch sehr, sehr deckend, was ich schön finde und wird natürlich jetzt mit diesem Gelb-Orange eher grün, ne? Also das wäre jetzt wirklich ein Look, der super zu dem Oberteil passen würde. Egal, egal, ich mache jetzt einen schönen froschigen Look und ich blende den auch leicht noch hier in die Lidfalte mit rein. Ich blende mir das Grün, beziehungsweise ja eigentlich soll das ja Türkis sein, aber trotzdem ist es irgendwie grün geworden, nach außen hin ein bisschen mit dem Gelb aus, weil das ist ja auch der hellste Ton hier in der Palette. Und dann gehe ich, um meinen Außenwinkel noch ein kleines bisschen mehr abzudunkeln, in den Ton Sapphire rein. Das ist dieses Saphirblau, was wir hier finden. Und da nehme ich auch den Blendepinsel für, ja, lade den Pinsel etwas auf. Und dann schaue ich mal, blende ich mir das nämlich einfach nur hier in das äußere V rein. Das schafft nämlich ein bisschen mehr Dimension und Tiefe, mag ich auf jeden Fall leiden. So, ich habe mir jetzt dieses Saphirblau auch an den unteren Wimpernkranz aufgegeben und werde mir jetzt Schimmertöne auf das obere bewegliche Lid auftragen. Und die Töne hier drin sind so buttrig. Ich habe jetzt erstmal den Ton Touch geswatcht und den Ton Peacock. Das sind diese beiden. Und die möchte ich gerne dann in Kombi auf meinem beweglichen Lid verwenden. Wahnsinn, ne? Richtig krass. Ich finde die so schön gerade. Ich versuche das jetzt erstmal mit einem Packing Brush, das ist ja quasi das Smudger Pinsel, dass ich einmal den Ton Touch aufnehme und den auf mein inneres
bewegliches Lied gebe. Mir fehlt hier halt wirklich so ein bisschen auch ein heller Schimmerton. Das fehlt, wirklich. Aber der lässt sich gerade richtig toll auftragen. Wow. Und nach außen nehme ich direkt meinen Finger, gehe in den Ton Peacock und den trage ich mir dann hier auf. Augenbrauen-Highlight und Inner-Corner-Highlight habe ich jetzt mit dem Pillow-Talk-Highlighter jetzt noch gesetzt. Und oh mein Gott, ich liebe es. Also für mich einfach ein geiler Look. Es ist intensiv, es ist viel Farbe, aber ich liebe es. Auch die Palette gefällt mir einfach, ne? Das ist geil pigmentiert, muss man vorsichtig mit umgehen. Ich sehe es selber bei mir ja auch, dass ich vielleicht ein bisschen viel Pigment aufs Auge gegeben habe, ne? Aber ich mag es einfach. Ja, fixieren wir das Ganze, weil wir es ja so gerne mögen. Und da habe ich jetzt einfach kein neues Setting Spray. Das ist jetzt How Cosmetics Indigo Child Setting Skin Perfector. Ihr seht, es ist fast leer. Ich mag den einfach. Der gibt Glow, der gibt Liebe und der macht ein schönes Ergebnis. Ja, es war irgendwie klar, dass der Augenbrauenstift sich jetzt nicht unbedingt als Eyeliner eignet. Also ich habe den jetzt versucht, so ein bisschen aufzutragen, aber man sieht da nicht allzu viel von, weil der auch nicht so wirklich über dem Lidschatten malt. Ja, und ich habe halt einfach eine super helle Haarfarbe auch, genau. Eine super helle Farbe bei mir. Die Eschblondfarbe ist ein bisschen zu hell. Ich sehe gerade, ich habe mir gerade meinen Fingernagel eingerissen. Au, das tut weh. Sowas ist unangenehm. Okay, als nächstes habe ich eine Mascara, die ich mit euch ausprobieren möchte, die einfach so teuer ist. Aber es gibt sie auch in der Mini-Version. Trotzdem ist sie selbst da sehr teuer. Die MAC Stack Mascara. Da wurde auch gesagt, Mensch, Claudi, teste die auf jeden Fall aus. Die kann man super schichten. Du liebst das doch. Wir schauen mal, ne? Black Stack Mascara, ja. Ja, hat ein Bürstchen, das ein bisschen aussieht wie von Love mit Tusch. Das erinnert mich da wirklich sehr dran gerade. Und das möchte ich jetzt einmal auftragen. Ist ein Gummibürstchen. Riecht merkwürdig und möchte auf die Wimpern. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also das ist eine Mascara, die wirklich cool ist, aber mich halt wirklich an die Love Hook It Real Good Mascara in Kooperation mit Tusch erinnert. Ne? Die macht schöne Wimpern. Also ich mag das. Schwung, Länge, Volumen, verdichtet die Wimpern, ist schön schwarz. Ich mag die. Also ich glaube nicht, dass es für jemanden was ist, der ein natürliches Ergebnis haben möchte, weil ich fand schon in der ersten Schicht, dass da schon ordentlich Wawawum hinter saß, ne? Aber von natürlich sind wir eh sehr, sehr weit entfernt. Vor allem, wenn wir gleich zu den Lippen kommen. Ich habe heute keine Lust, meine Haare aufzumachen, glaube ich, weil es so warm ist. Es hat heute Morgen geregnet und seitdem scheint die Sonne. Das heißt, alles verdunstet. Luftfeuchtigkeit ist auf 1 Million %. Obwohl es nur 20 Grad sind. Egal. Ja, von Ne habe ich nämlich hier einen Lippenstift. Ich glaube, Fuchsia. Ja, Fuchsia. Festival Fuchsia ist die Farbbezeichnung. Und das wird natürlich jetzt super zu dem Oberteil passen, was ich alternativ heute anziehen möchte. Das ist halt unten und da müsste ich jetzt irgendwie durchs ganze Haus laufen. Es ist halt genau in dieser Farbe, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich mir schon so einen bunten Augenlook mache, mache ich mir auch noch schön bunte Lippen. Mal gucken, wie das jetzt zusammen harmoniert. Ein klarer Gloss wird hierzu natürlich auch richtig schön aussehen, wenn ich das einfach zu diesem Top anziehen würde. Ist klar, ne? Oder wie man halt möchte. Im Prinzip sind dem Ganzen ja keine Grenzen gesetzt. Ich trage den jetzt mal auf. Ganz ehrlich, ich finde, dass es die Farbe ist, die Natascha Ochsenknecht doch eigentlich immer auf den Farben auf den Lippen drauf hat, oder? Kann man nicht anders sagen. Aber ich finde die Farbe gerade richtig geil. Die schreit für mich richtig nach Sommerparty, nach Sommergrillgedönsen, nach Sommerlook. Und eigentlich müsste ich dieses Oberteil auch dazu anziehen. Kriege ich diesen Fleck noch bis in einer Stunde weg? Wahrscheinlich, ihr seht ihn ja auch gar nicht, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie rausgewaschen kriege, weil dann sieht das richtig geil aus. Meine Herren, das war mal ein interessantes Fullface High-End-Neuheiten-Testen für mich, denn der Look ist einfach bombastisch geworden. Also mir gefällt es gerade enorm gut, wie das so auf dem Gesicht aussieht. Ne? Das Einzige, wo ich sage, gehe ich noch nicht so wirklich konform mit, ist tatsächlich die Foundation von Ne, weil ich die schon sehr, sehr trocken finde. Ich muss jetzt halt einfach mal gucken, wie die sich so verhält, wenn ich jetzt den ganzen Abend damit verbringe. Wir haben es jetzt
5:30, genau, und um 6 wollte ich los. Ich wollte gleich gegebenenfalls noch ein Aufgebraucht-Video drehen, muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme. Aber ansonsten, mir gefällt so gut, was ich sehe und ich finde auch, dass die Lippen dazu passen. Ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ist jetzt keine Alltagslippe, die man so trägt, aber gerade, ich denke ja auch drüber nach, ich habe ja auch die bunten Fingernägel, ich bin ja auch ein buntes Mädel, ne? Und mein Papa ist halt auch sehr entspannt unterwegs und auch die Menschen, die dort sein werden, das ist halt eine witzige Gesellschaft, da freue ich mich auch richtig drauf. Ich glaube, die werden das auch alle hart feiern. Ich glaube, heute gönne ich mir wirklich mal diese Lippenfarbe, auch wenn das kein wirklich haltbarer Lippenstift ist, also der trägt sich halt auch sicher sofort ab. Ich glaube, ich nehme ein paar Strohhalme mit, dass ich dann da so mein Getränk schlürfen kann und nicht die ganzen Gläser versaue. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr so diesen Look findet und auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr er Sommer schreit. Also ich finde, er schreit sehr, sehr laut Sommer. Ich finde ihn gerade richtig. Ihr merkt das, ne? Vielen, vielen Dank an Benefit und an Purish für die Zusendung der Produkte. Auch an Cosmetic for Less, auch für die Kooperation, die wir halt haben. Vielen Dank an euch, dass ihr zuschaut, dass ihr mit dabei seid und mich auf meiner Beauty-Reise immer wieder begleitet. Ich finde das immer so schön. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Fullface High-End-Neuheiten. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!